Was geht ab und ganz herzlich willkommen endlich mal wieder zu einem NHL-Video hier auf dem Channel von GameTastical HD. Mein Name ist Jannis und wir spielen hier die Karriere mit unserem Center, mit Jeff Anderson bei den Calgary Hitmen. Ja, wir hatten jetzt eine sehr, sehr lange Pause. Ich glaube, 5, wenn nicht sogar 6 Wochen oder noch ein bisschen länger war die Pause jetzt im Gesamten. Grund dafür ist, dass meine Game Capture leider den Geist aufgegeben hat, aber jetzt bin ich wieder im Einsatz und ab jetzt kommt hier die Serie mit Jeff Anderson wieder zweimal in der Woche, wie gewohnt dienstags und donnerstags müsste das der Fall sein, wo wir jetzt wieder mit Jeff Anderson aufs Eis gehen. Ja, wir sind noch in den Playoffs mit den Calgary Hitmen. Wir gehen nochmal jetzt schnell in die Statistiken, bevor wir gegen die Lethbridge Hurricanes hier spielen. Ihr seht, wir haben 5 Tore, 1 Assist, sind immerhin 6 Punkte. Ja, es steht in unserer Serie 3-1, also wir können hier und heute schon diese Serie für uns entscheiden und dann würden wir ins Conference-Finale einziehen und natürlich versuchen wir jetzt, das ist keine Frage, diese Serie für uns zu entscheiden. Ihr habt jetzt das letzte Spiel leider verpasst, das war das hier, meine ich. Glaube ich, das war das Spiel, was ich als letztes selber gespielt habe, wo wir in Overtime knapp verloren haben. Das hier habe ich dann simuliert, da irgendwie, wenn ich simuliere, gewinnen wir immer mit einem Shutout, das ist sehr komisch. Und jetzt spielen wir auf jeden Fall wieder gegen die Lethbridge Hurricanes hier. Ich werde hier mal kurz, wie gewohnt, unser Alternativtrikot anziehen. Das ist ja unser Playoff-Trikot. Und ja, jetzt sehen wir uns gleich im Spiel wieder. So, dann starten wir jetzt rein hier in das möglicherweise entscheidende Playoff-Spiel gegen die Hurricanes. Wir spielen heim, das ist schon mal ziemlich gut. Haben also die eigenen Fans im Rücken. Ja, herzlichen Glückwunsch. Und da hoffen wir mal, oh, was denn, wäre das ein geiler Start gewesen, hätten wir jetzt mit einem Tor direkt angefangen. Ja, da hoffen wir mal, dass wir die Serie jetzt hier für uns entscheiden können. So, Burke ist da schön auf dem Posten, kriegen jetzt hier die Scheibe zugespielt. Erster oder nächster Schuss hier von Anderson. Ah, da dachte ich, dass der ein bisschen mehr aushält, aber gegen Allen, der ist auch ziemlich groß. Ja, ich möchte kurz erklären, wie wir jetzt hier in der WHL oder in diesen Playoffs weitermachen werden. Wir werden nur noch 2 Videos in der WHL jetzt sehen. Das liegt jetzt nämlich daran, dass ich... Jungs, was ist los? Ah, eine Strafe, sehr geil. Wegen Beinstellen kriegt Watson hier eine Strafe. Problem ist, wir müssen jetzt erstmal auf die Bank. Also, es wird jetzt hier so ablaufen, dass ich pro Serie ein Video machen werde. Ich werde jetzt nicht jedes Spiel zusammenfassen. Das wäre ziemlich sinnlos, wenn ich in jedem Video jetzt ein Spiel zusammenfassen würde, da könnte ich das Spiel auch spielen, sondern wir werden jetzt in jedem Video, hier werde ich eine gesamte Serie zusammenfassen, damit ihr wisst, wie die ausgegangen ist. Und ja, die einzige Ausnahme ist, wenn wir in der im Finale, wenn wir dort in einem entscheidenden Spiel sind, das werde ich, denke ich mal, spielen. Das muss ich aber nochmal mir überlegen, wie ich das genau mache oder ob ich das Finale auch zusammenfasse oder ob ich dann irgendwie sage, okay, ab jetzt sind es entscheidende Spiele, ab jetzt spielen wir. Das werde ich aber, wie gesagt, dann gucken. Aber es werden minimal noch 2 Videos kommen, also die das Finale jetzt, das Conference-Finale, wenn wir jetzt reinkommen, wir können natürlich auch diese Serie theoretisch noch verlieren, wenn wir da reinkommen, dann werde ich das in einem Video zusammenfassen, vielleicht fliegen wir da dann ja auch schon raus und dann wäre das eh Geschichte. Dann wäre das sowieso, ach, ich hätte mich schon wieder einwechseln lassen können, ich laber die ganze Zeit. Ja, also das wäre jetzt so der Plan, dass wir entweder jetzt nur noch ein Highlight oder 2 Highlight-Videos hier in dieser Liga sehen und dann geht es auf jeden Fall zum NHL-Draft, also zum Ende Januar möchte ich auf jeden Fall aus der WHL hier raus sein und dann möchte ich, ach komm, den Puck kannst du ja wohl mal annehmen. Und da möchte ich auf jeden Fall in der WHL angekommen sein. In der NHL angekommen sein. Oh, sehr schön. Bin gespannt, wohin wir gedraftet werden. Ja, ja, der Schuss ging aber eindeutig am Kasten vorbei. Bekommt da jetzt die Scheibe. Pass zu Veslev. Skinner hält den Kasten sauber. Damit stand weiterhin 0-0 hier nach knapp 9 gespielten Minuten. Oh, sehr schön. Sehr schön. Stochern dann nochmal entscheidend dazwischen. Oh, ist vorher drin. Der Puck, Gott sei Dank, fahren somit nicht ins Abseits. Ja, und dann sind nicht nur wir, die bei so kleinen Checks hier hängen bleiben. So, erstmal wieder auf die Bank.
um ein wenig Energie zu tanken. Also ich hoffe, das Prinzip geht für euch in Ordnung. Sonst hätte ich natürlich die Playoffs so gespielt, wie ihr das gewohnt seid. Aber dadurch, dass wir jetzt doch einiges an Zeit verloren haben und eigentlich war mein Plan, dass wir Ende Dezember, also Anfang Januar in der NHL spielen. Ja, jetzt habe ich ihn auf Ende Januar verschoben. Das ist auch okay. Und das war dann auf jeden Fall in der NHL einsteigen. Da bin ich sehr, sehr gespannt, zu welchem Team es hier für Jeff Anderson geht. Ah, schön, dass Bully gewonnen. Aber leider können wir da nicht mehr draus machen. Bertan auf Vesliv, der spielt auf uns. Der Check gegen uns geht sogar daneben. Ja, uiuiui, na. War zwar ein schwacher Schuss, aber den hat der Skinner irgendwie nicht richtig verarbeiten können. Die können mit ein bisschen Glück auch mal reingehen. Schön. Ja. Ich wollte dich eigentlich stören. Oh ne, nee, komm, entspann dich. Ja, wie gewohnt eigentlich. Wir sind ja oft einer der Spieler, die oft so ein Drittel brauchen, bis sie im Spiel angekommen sind. Und ich glaube, gerade heute, wo wir jetzt eine etwas längere Pause hatten, also zumindest in echt, nicht im Spiel, da liegen die Spiele gerade mal 2 Tage auseinander, da brauchen wir jetzt auf jeden Fall etwas mehr Zeit, um uns wieder richtig in das Spiel, um wieder richtig in das Spiel reinzufinden. Es wäre natürlich sehr, sehr geil, wenn wir jetzt hier heute die Serie beenden könnten, weil dann kommen halt ab nächster Woche diese Highlight-Videos, beziehungsweise dann kommt nächste Woche das Highlight-Video zu der, zu dem Eastern, nee, wir sind im Osten, ne? Ne, waren wir im Osten? Ja, ne, dann zum Eastern Conference Finale würde dann das Highlight-Video kommen und hoffentlich dann danach auch zur Finalserie, weil es wäre natürlich sehr, sehr gut, wenn wir hier den Memorial Cup am Ende noch gewinnen würden. Aber das ist erstmal eine Hoffnung. Dafür müssen wir jetzt auf jeden Fall erstmal hier gegen die Hurricanes weiterkommen. Haben die Saison ja sehr, sehr gut. Ah, warum ist denn da jetzt keiner hingegangen? Da hatten gerade ich und alle Teamkollegen ein kleines Mist. So ein Schuss. Warum gehen solche hässlichen Schüsse rein? Das ist unglaublich. Und was wetten wir? Bei uns geht sowas nicht rein. Naja, 1-0 somit für die Hurricanes. Aber das ist nicht unbedingt so schlimm. Das ist beim Eishockey. Ah, oh nein, es geht 2 Minuten auf die Bank. Oh, jetzt kriegen wir wegen Beinstellen eine Strafe. Ja, zum Beispiel bei diesem Kack-Gegentor auf dem Eis. Also ein lächerliches Tor schon wieder. Wieder so ein kack-lächerliches Tor. Da hat Burke wieder. Warum geht sowas rein? Das wäre bei dem Skinner zu 95% nicht reingegangen. So ein komischer Schuss. Naja. Kann ich jetzt eh nichts mehr machen. Wir sind komischerweise sowieso ein sehr, sehr heimschwaches Team. Also wir sind auswärts viel stärker als heim. Das finde ich sehr seltsam. Nielsen. Na, jetzt hoffen, dass die kein gutes Powerplay haben. Peterson. Da kommt nicht richtig an die Scheibe. Sehr schön. So, wir dürfen jetzt gleich schon wieder aufs Eis. Das ist sehr vorteilhaft. Komm, mach die Tür auf. Können wir den Jungs da hinten helfen? Ist jetzt der Fall. Gefährlich, aber wir fahren jetzt auf jeden Fall nach hinten, um hier die Jungs zu unterstützen. Ah, aufpassen. Sehr schön, dass jeder da einen Mann hat. Uiuiui, der war gefährlich. Solche Schüsse sind gefährlich. Die sind gedeckt. Da kann auch gerne mal ein Schläger dazwischen sein. Und dann... Ah, nee, da passt nicht. So, schön. Jetzt mir da die Scheibe gegeben. Ah, ein bisschen mehr auf den Puck gefasst sein, Jungs. Ein bisschen mehr. Dann hätte das vielleicht der Ausgleich sein können, weil der sah ein bisschen überrascht aus, dass er da die Scheibe bekommen hat. Ja, Bulli jetzt leider verloren. Fahren jetzt mal auf die Bank. Ja, sehr schön da jetzt einen Wechsel hinbekommen, wie ich finde. Jetzt mal hoffen, dass die kein 2-0 machen. Also irgendwie in letzter Zeit sehr, sehr schwache Spiele, die wir haben. So von den Toren her. Sehr schön. Ah, jetzt baut das richtig auf. Ja, okay. So wird er natürlich nichts. Was war das? Was war das? Ah, ey, solche Fehlpässe, die sind tödlich. So ein unnötige Fehlpässe vor allen Dingen, die brauchen wir nicht. Burke, jawohl, Rankin. Komm, komm, komm. Jawohl, jetzt noch hier ein Verteidiger. Ah, und dann diese Null-Widerstandsfähigkeit einfach. Okay, der Check war auch sehr sauber. Aber trotzdem, beim One-on-One verlieren wir immer, weil wir einfach keinen Check aushalten. Der
hustet uns an und Anderson fällt um. Das ist einfach so ein... Ja, jetzt ist er wieder... Haben die eigentlich nur 6 Meter, Leute, in ihrer Verteidigung? Ich komme mir auch schon wieder so riesig vor. Ah, komm. Unglaublich. Ah, das ist so ärgerlich. Da klappt überhaupt nichts. Also ein dreckiges 1-0 hier. Ich finde nicht unbedingt verdient. Das ist ein sehr ausgeglichenes Spiel, was uns beide Mannschaften hier zeigen. Also ein sehr glückliches 1-0. Da wären unentschieden wäre bis hierhin für mich gerechtfertigter. Aber das ist halt typisch Burke, der lässt sehr oft solche komischen Dinger rein, die eigentlich nicht unbedingt sein müssen. Aber naja, da müssen wir mit leben, dass der halt manchmal so seine Schwächephasen hat. Ah, Watson. Ja, sowas zum Beispiel. Sowas hält der, aber dieser eine Schuss, der aus relativ kurzer Entfernung abgegeben wurde, den man auch gerne mal haben... Ah, Alter! Es ist unfassbar, wie leichtgläubig die mit dem Puck umgehen. Thomas Veslev. Und bei denen, da steht immer irgendein Kerl. Jawohl, 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 jawohl. Jungs, bin ich hier der Einzige, der arbeitet? Oder seid ihr zum Schlittschuhlaufen hier hingekommen? Da, ich kann auch noch nicht mal Checks machen. Ich kann weder Checks aushalten, noch welche verteilen. Ich habe den gerade voll gecheckt und der hat sich nicht mehr bewegt. Das ist ja lächerlich, ey. So. Jetzt hoffen, dass die kein... Lass den da doch nicht an die Scheibe kommen. Also sie kommen mir schon aggressiver vor, die Hurricanes. Klar, für die geht es hier um alles oder nichts. Aber wir spielen vielleicht auch sehr, sehr dumm. Also wir machen es ihnen auch sehr, sehr einfach. Und Ausgleich. Gott sei Dank. Der Playoff-Bart hier von Anderson, der wächst ordentlich. Ich bin, glaube ich, der Einzige aus dem Team, der einen hat. Kriegen wir da jetzt, ja, kriegen immerhin hier den nächsten Assist-Point dadurch, dass wir hier noch irgendwie einen Schuss aufs Tor gedrückt haben. Und dann steht Vertan da ein bisschen glücklich, aber zum Rebound, also ich denke, zwei eher glückliche Tore, die wir gesehen haben. Und das Unentschieden geht bis hierhin vollkommen in Ordnung, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Also, die Zeichen sind wieder auf Null und... Aber die Chancen von beiden Teams sind wieder auf Null. Und jetzt natürlich noch ein 2-1 hinterherlegen und dann hier heim die Serie beenden. Boah, das war sehr schön. Das war sehr geil gespielt, ey. Das waren sehr schöne Pässe von den Kollegen. So, Anderson. Hier am Bulli verliert den. Ja, ich irgendwie die Offensiv-Bullies, da bin ich jetzt nicht so gut drin. Das ist, so, Stolper jetzt hier. Über die Teamkollegen, oder da ist einer über mich gestolpert. Jawohl, da noch den Schläger zwischen gehabt, das war wichtig. Und damit war es das auch mit dem zweiten Drittel. 20 Minuten Eishockey noch vor der Brust. Und dann haben wir entweder das erste Team in den Conference Finals, das wären wir, oder die Hurricanes können sich in ein sechstes Spiel retten. Guck mal, weißt du, warum kommen solche Checks bei mir nicht an? Warum haben solche Checks, das war so ein halber Check mit der Schulter, der mich nicht mal richtig getroffen hat. Gut, der Kerl ist zwar 6 Meter groß, aber trotzdem, ey, komm, komm. Ah, fuck, da kann er nicht richtig passen, weil ich bin zwar vor den Gegenspielern, aber auch irgendwie nicht. Ja, der war abgefälscht. Das ist so kacke. Das sind so Pässe, die zu 100% nicht mich treffen. Das ist so das Problem. Aber jetzt hier aggressiv bei Walters bleiben. Ja, jetzt Glück gehabt. Veslev, oh, schöner Pass. Ich sehe nicht, ob einer mit mir da ist. Ja, war einer. Ja. Ja, das war jetzt ein dummer Pass von mir. Okay. Wong. Haben wohl auch einen Asiaten, der sich im Team. Bertan. Auf irgendjemanden. Ich konnte da den Namen gerade nicht richtig lesen. Lang wieder. Haben, glaube ich, die Scheibe jetzt wieder verloren. Jetzt, ich weiß nicht, ob das Tor gebracht wurde, Bertan, ja, super. Da, die haben unglaublich checkstarke Spieler. Also auch da ist jetzt gerade der nächste Kollege, hat sich wieder hingelegt. Ja, das ist jetzt eine Abseitswarnung, das ist sehr gut, das ist ein geschenkter. Verarscht ihr mich? Sag mal, sind wir in den Playoffs und sind wir ein Profi-Team oder sind wir ein Hobby-Eishockey-Team? Lassen die den Puck hinter der eigenen Scheibe, hinter dem eigenen Tor liegen, ich glaub's nicht. Naja.
11 Minuten 43 noch regulär. Ansonsten müsste es wieder in die Overtime gehen. Ja, ja, komm. Ah, jawohl. Anderson mit seinem zweiten Playoff-Tor hier. Durchgekämpft. Und da war gerade ein Schild, wo drauf stand: Sweep out the trash. Carolina. Ne, Calgary. Entschuldigung, wir sind gar nicht Carolina. Calgary. Aber sweepen können wir die ja gar nicht mehr. Ein Sweep wäre, wenn wir alle, wenn wir die ersten vier Playoff-Spiele in Folge gewinnen, also 4-0 die Serie beenden. Das ist nicht mehr möglich. 4-1 geht jetzt. Das ist zwar kein Sweep, aber das ist auch ordentlich. Also jetzt die Chance zumindest auf dieses 4-1 für unsere Calgary Hitmen. Denn wir jetzt mit dem momentan Game-Winning Goal, jetzt müssen die Hurricanes natürlich alles nach vorne werfen. Für Anderson hier ein super Tag, also wir kommen richtig gut zurück hier in die Serie, haben ein Assist und ein Tor zu verbuchen, waren dementsprechend an beiden Toren beteiligt. Da können wir zufrieden mit sein und da sollten auch die Scouts, die hier dieses Spiel sich ansehen, mit zufrieden sein. Hoffe ich jetzt einfach mal, dass wir dann einen frühen Draft-Pick kriegen. Obwohl, so früh, zu früh muss er gar nicht sein. Also, ich muss jetzt nicht diese Saison, die nächste, irgendwie bei Edmonton spielen oder bei, wäre es noch kacke, bei den Florida Panthers oder so. Da muss ich jetzt nicht zwingend in der nächsten Saison spielen, muss ich zugeben, ne? Ruhig ein bisschen später gepickt werden. Also wir dürfen natürlich auch nicht zu so einem Bombenteam kommen. Wie Los Angeles, Anaheim oder, wen haben wir noch? Chicago zum Beispiel. Aber, ja, es muss halt auch nicht so ein komplettes Müllteam sein, ne? Da muss ich auch nicht unbedingt spielen. Ah. Aber ich bin gespannt, wirklich. Ich bin sehr gespannt, was da beim Draft für Anderson rauskommen wird. So, fallen jetzt einfach nochmal mit in die Defense. Denn so ist das in den Playoffs. Komplett aufopfern fürs Team. Wesley auf lang. Kommt hin. Angriff können wir auch noch fahren. Das war ein nicer Pass. Ah. Hätte ich andersrum gestanden, wäre es das 3-1 gewesen. Glaube ich. Also, ich hatte dann ganz... Ey, Alter! Das ist ein Penalty. Alter, willst du mich verarschen? Der hat mich komplett umgeschmissen. Auch wenn das ein Goalie ist. Ey, das war ein komplett... Gut, das wird auch in echt nicht unbedingt so gemacht. Dass du... Ich muss aufs Eis, gute Idee. Dass du für sowas ein Penalty kriegst, weil das halt doch eher so die Verteidigung des Goalies noch ist und er wollte den Puck treffen und so, aber das war gerade ein hundertprozentiges 3-1, was der da verhindert hat, indem der mich da so umgeschmissen hat. Also, kann mir keiner was anderes erzählen. So, jetzt lass mich doch bitte nochmal auf die Bank. Was ist denn los? Ich komm gleich nochmal aufs Eis, aber wenigstens einmal kurz aus der Gatorade-Flasche trinken. Ich glaube, wir haben ja auch Gatorade. Nein! Was ist das für ein Tor? Was ist das wieder für ein Dreckstor, was die machen, weil Burke wieder nicht aufpasst? So ein Affe wieder. Meine Fresse. Zwei absolute Glückstore hier von Lethbridge halten im Spiel. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt fallen die übereinander. Ey. Wie sind wir, glaube ich, Zweiter? Oh, und jetzt ist der eine auch noch verletzt. Unglaublich. Unglaublich. Würde ich hier sehen. Wirklich. Wir müssen jetzt in die Overtime gehen, weil ihr... Ey, wenn ihr das jetzt noch so gewinnt, ne? Mehr als Kopfschütteln habe ich dafür übrigens nicht übrig, ne Jungs? Das ist klar. Die haben, glaube ich, gerade von so mit so einem Querpass, mit so einem unglücklichen Querpass, haben die gerade ein Tor gemacht. Soll gar kein Schuss sein, womit die ihr Tor gemacht haben. So. 5, 4, 3, 2. Ah, wenn der noch reingegangen wäre. Das wäre so episch gewesen. Aber ja, wir gehen mal wieder in die Overtime. Wie auch eigentlich im ersten Spiel, was ich aber leider nicht richtig aufnehmen konnte. Jetzt hoffen wir, dass wir es beenden. Jetzt. Hier wird es jetzt heute beendet. Beendet bei uns in Calgary. Ich sehe nicht, wenn jemand frei ist. Was soll ich mit solchen Pässen? Ach fuck, jetzt kriege ich wieder 2 Minuten. Meine Fresse. Ich wette, da macht jetzt das Tor in der Zeit. Nein, das ist sowas hält Burke, aber diesen Kack-Querpass da. Die Scheiße hält der nicht. Ja, jetzt kriege ich wieder 2 Minuten. Ah, es macht mich so aggressiv, dass die wieder so ein dreckiges Scheiß-Tor gemacht haben.
Schieß den Puck raus. Schieß. Ja, so ist gut. So war doch. Das macht mich ein bisschen wütend, so was. Aber egal. Das kriegen wir hin. Ganz easy. Schieß den Puck noch einmal raus. Schieß den Puck noch einmal raus, bitte. Ja. Ich habe den guten Willen gesehen, Bruder. Ich habe den guten Willen gesehen. Ach, jetzt kriege ich wieder 2 Minuten. Ey, das ist so lächerlich. Meine Fresse, gerade von der Strafbank und ich fahre wieder zurück. Ich fand das hier so gemütlich. Das ist unglaublich. Die war jetzt unglücklich. Da war der 1 Zentimeter vor mir einfach. Das war eine unglückliche Strafe. Da kam mein Check mit dem Schläger eine Sekunde zu spät. Na egal. Im Penalty Kill sind wir gut. Da sehen wir gut aus. Der Part wird jetzt natürlich wieder dementsprechend ein bisschen länger. Aber egal. Komm, ich habe jetzt volle Energie. Ich hatte gerade quasi 4 Minuten Pause. Nielsen. Vielleicht einer von der Nielsen Family. Jawohl. Wer ist Lev? Pass weh, du passt auf mich. Weh, du passt so auf mich. Was ist das? Was erwartet der? Was mit so einem Schuss passiert? Oder mit, ich weiß nicht, ob das ein Schuss sein sollte, aber das war ja wohl wieder. Es ist so viel Unglück heute dabei und ein Torwart, der irgendwie relativ hoch Karäter hält der und dann so 2 komische Schüsschen, die lässt der durch. Ich wollte gerade sagen, wenn der jetzt wieder gefallen wäre, ich hätte wieder 2 Minuten bekommen, dann wäre ich ausgerastet, um mich zu gehen. Komm. Kann der nochmal seinen Kopf zur Seite tun? Ja, der gehört zu uns. Der gehört zu uns. Der Slav gehört auch zu uns. Rankin, der gehört auch zu uns. Das ist gut. Die sind so schnell in der Defense. Oh, meine Xbox ist gerade ganz schön laut. Die sind so schnell in der Defense, das ist unfassbar. Ich werde den Puck. Sieht nicht nach uns aus. Das sieht nicht nach uns aus. Ja, damit 3-2 in der Serie. Ich werde jetzt mit euch zusammen das nächste Spiel simulieren. Scheiß drauf. Also, ich möchte die Serie einfach beenden. Ja. Ganz ehrlich, verdient. Das letzte Tor hätte nicht sein müssen, wenn die Serie beenden können. War verdient. Tut mir leid. Na gut, wir werden jetzt das nächste Match simulieren. Mal gucken, was dabei jetzt rauskommt. Schauen wir mal, was uns da jetzt erwartet. Das simulieren wir. Mal gucken, ob wir das jetzt gewinnen. Jawohl, wir führen 2-0. Ey, das ist unglaublich. Wie spielen die denn in der Simulation? Da ficken die ja komplett weg. 4-0, alles klar. Gut, wir machen es jetzt so. Wir gehen jetzt in der letzten Sekunde rein, damit wir noch sehen, wie wir feiern. Und wieder komplett auseinandergenommen in der Simulation. Was ist denn los? Also tut mir leid, dass ich das jetzt am Ende simuliert habe, aber ich wollte einfach, wir haben keine Zeit mehr, das ist es einfach. Ich möchte jetzt aus der WHL raus und ich denke, das ist verständlich. Noch ein Tor. Ah, was? Nein, eingreifen. Ah, scheiße, jetzt war ich verwirrt. Egal. Also, 4-2 gewinnen wir diese Serie. Und somit geht es jetzt... Ah nein, jetzt simuliert er weiter. Okay. Ja, somit geht es jetzt gegen die Brandon Wheat Kings. Und ab hier kommen die Highlight-Videos. Tut mir leid, dass es jetzt ein bisschen unschön geendet hat, aber ja, was soll ich sagen? Wir haben wirklich für die Serien keine richtige Zeit mehr, weil wir müssen jetzt mal in die NHL kommen, wir müssen mal einen kleinen Schritt nach vorne machen. Deswegen, ich hoffe trotzdem, euch hat das Video gefallen. Wir sind jetzt hier im Eastern Conference Finale, wir können es uns mal angucken. Haben 6 Tore, 3 Assists, haben damit 9 Punkte, das ist okay. So, stehen jetzt hier im Conference-Finale und das sehen wir in der Highlight-Form. Dann geht es vielleicht ins Finale und dann spielen wir bald in der NHL. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Euer Janis, vergebt das Ciao.